Ja, trotz des Sieges haben wir ein paar Entwicklungsfelder identifiziert in unserem Spiel. Und insofern haben wir uns für alle Phasen des Spiels, Abwehr, Gegenstoß, Angriff, Rückzug, auch wieder selbst Aufgaben gestellt. Wir hatten in der Abwehr ein bisschen Schwierigkeiten mit dem 1-gegen-1 von Mariana Lopez. Da waren zum einen die Räume für 1-gegen-1 zu groß. Das heißt, die benachbarten Spielerinnen müssen diese Räume verdichten. Zum anderen ist aber auch unsere Grundstellung der Spielerin, die gegen sie attackiert hat, nicht gut gewesen. Also wir brauchen da eine bessere Grundstellung, um sie im Zweikampf zu stellen. Wir wollen hohes Tempo nach vorne spielen, aber wir brauchen einfach ein besseres Timing, bessere Staffelung, Außenkreis als erstes weg, Rückraumspieler. Dann in einer vernünftigen Staffelung, die den Ball nach vorne transportieren, und daraus haben wir eben auch unterschiedliche Auslösehandlungen.